Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute geht's für uns nach Las Vegas, beziehungsweise es geht erst nach L.A. und dann mit einem Roadtrip nach Vegas. Und wir gehen jetzt, sind traurig, aber wir kommen wieder zurück nach Maui, deswegen hält es gerade noch in Grenzen. Marco wollte uns nicht mehr zum Airport fahren, weil er Abschiede nicht mag. Dieser Kauz, echt, deswegen muss man mit dem Taxi fahren. Ja, mit dem Uber übrigens. Für diejenigen, die nach Hawaii kommen, den kann ich Uber nur ans Herzen legen, weil es echt super billig ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es mir geht. Heute ging gar nichts mit meinem Körper. Mein Körper hat einfach komplett gestreikt. Ich habe heute die ganze Zeit nur Faszientraining gemacht. Ich wollte ja heute eigentlich noch ein letztes Mal 18 Kilometer rennen, aber habe ich einfach nicht geschafft. Deswegen werde ich es eventuell morgen noch machen oder mich einfach bis Sonntag komplett ausruhen. Und wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Hier ist der Flughafen in Maui, das ist voll süß klein. Do you have a dress? Matthias. Hallo. Ist von CEP, der Geschäftsführer. Okay. Richtig. Der Geschäftsführer. Ja. Und wir machen jetzt auf jeden Fall. Was? Und Fan von Roxy. Okay. Das war ja gut. Und auf jeden Fall machen wir jetzt zu dritt einen Roadtrip nach Vegas. Wir machen jetzt den ersten Stopp in Hollywood am Walk of Fame. Deswegen kommt mal mit. Walk of Fame, checken die ganzen Leute hier ab. Wir haben ihn gefunden, den Stern von Britney Spears. Woohoo! Direkt gegenüber vom Disney Store. Die wohl wichtigsten Sterne. Falls ihr euch fragt, seit wann es diese Sterne gibt. Die Sterne gibt es seit 1960, weil man damals gesagt hat, dass man so Hollywood ein bisschen verschönern will und die Stars eben festhalten möchte. Und ich glaube, dass man 1960 insgesamt 1500 Leute ausgewählt hat, deren Sterne eben hier oder deren Name verewigt wurde und es eben von Generation zu Generation immer weiter gemacht wurde. Ja, ist ganz interessant, aber es sieht auf jeden Fall schön aus und schmückt Hollywood auf jeden Fall sehr und ist natürlich auch ein krasser Touristenmagnet. So, und jetzt geht's nach Las Vegas. Kurzer Stopp. Wisst ihr wo? Beim In-N-Out Burger. Und wisst ihr was? Ich habe einfach noch nie einen In-N-Out Burger gegessen. Und das sind so die berühmtesten, besten Burger wohl in Amerika. Und deswegen muss man das jetzt heute das allererste Mal machen. Also, erste Mal In-N-Out. Ich habe einen Double-Double. Burger. Double Cheese, Double Beef. Double Cheese, Double Beef. Und Pommes haben wir auch noch dazu. Also, wenn schon, denn schon, haben wir uns gedacht. Wenn gönnen, dann richtig gönnen. Und ich muss tatsächlich sagen, schmeckt richtig geil. Thank you.
checken jetzt ein. Welches Bett soll ich nur nehmen? Ich habe ein komplettes Zimmer für mich selber. Ines und ich sind jetzt nach 6 Wochen das erste Mal getrennt in einem Zimmer. Das erste Mal. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde sie bestimmt sehr vermissen. Und jetzt bin ich am Überlegen, nehme ich das oder das? Ich glaube, ich nehme das. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen Tag später. Ich habe heute tatsächlich 12 Stunden geschlafen, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, dass ich krank werde. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht werde, weil ich habe irgendwie, weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so topfit. Das ist richtig scheiße. Und wir werden jetzt auf jeden Fall die Startnummer abholen. Und für uns startet gerade eine Limousine. Oh, ist die für uns? Sind Meister gedacht. Ich muss noch zum CVS ganz dringend. CVS? Dann nehme ich Zahnschmerzen. Wir sind momentan nicht so ganz. Wir sind momentan echt on Tour. Mein Rücken wird weh. Und sie hat eventuell nämlich Steißbein gebrochen. Und sie hat jetzt aber auch schon Ärzte gefragt, was man dagegen machen kann. Und man kann wohl nichts machen, außer das, was sie bisher schon alles tut. Aushalten lassen. Beim CVS haben ein bisschen Wasser eingekauft, dann so ein Smoothie, um uns wieder besser zu fühlen. Und jetzt geht es dann zur Anmeldung. Und wir warten gerade die ganze Zeit auf ein Taxi. Gestern haben wir nur so gemacht, zack, hat man ein Taxi. Und heute läuft es irgendwie nicht, deswegen habe ich jetzt gerade ein Uber angestellt. 2 Minuten. Wir sind jetzt hier beim Convention Center und wir gehen jetzt zur Anmeldung. Das heißt ganz vorne. Voll krass, oder? Schön. Die Casey Neistat in New York. Schön. Ines läuft auch mit. Ich tue zumindest so. Ich habe so eine neue Uhr gerade gefunden. Also die ist nicht neu, die gibt es schon länger, aber die Farbe. Boah, ist die Farbe geil. Forerunner 235. Boah, die brauche ich. Ich bin super aufgeregt und ich bin jetzt einfach nur gespannt. Ich bin richtig aufgeregt, richtig aufgeregt und deswegen geht es jetzt zum Lauf. Mein Herz pocht, pocht, pocht. Das sind ungefähr 40.000 oder 50.000 Teilnehmer. Wir werden jetzt mit CEP, mit den ganzen Leuten, die da sind, an die Startlinie gehen. Da wir so ein VIP-Bändchen haben, gibt es da anscheinend noch Essen und Trinken. Und deswegen, seid ihr ready? Ich muss übrigens den Lauf mit einer Pace von 5:40 pro Kilometer laufen, um unter die 2 Stunden zu kommen. Mit der Garmin-Uhr werde ich das tracken und hoffentlich auch schaffen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ist egal, let's go. Wir sind jetzt angekommen. Hier wird es irgendwo starten. Und schaut mal, wir sind jetzt gerade hier bei Monopoly. Das schaut doch 1:1 aus wie bei Monopoly, gell? Für Herr Ines bist du auch ready für einen Run. Oh, egal. Ich hab sogar sowas. Und gerade eben ist sie zum Hotelzimmer gerannt und wieder zurück und hat sie gesagt, er hat so Schmerzen. Ich weiß gar nicht, wie die 100 Meter mit dem Mietrenner sind. Aber das schaffen wir. Wie war's hier?
Also jetzt geht's in die Lounge und dann geht's los in einer Stunde. Also Countdown läuft eine Stunde. Wir haben jetzt 3.40 Uhr. Um 4.30 Uhr geht's los. Ich hab so Angst. An beiden Füßen. Zu Hause. Wisst ihr, was so krass ist? Ich bin heute irgendwie so komplett emotionslos. Ich kenne mich gar nicht von mir. Ganz komisch. Wisst ihr, was krass ist? Ich bin im Ziel eingelaufen. Da habe ich mich hingesetzt, weil ich gemerkt habe, dass ich so kranke Schmerzen habe. Weil der Adrenalinspiegel war, glaube ich, so hoch, bis ich im Ziel war und dann auf einmal zack war ich unten. Und dann habe ich die ganzen Schmerzen erst gemerkt, also so richtig. Und dann, ich kann einfach nicht einen Zentimeter bewegen. Und es pocht nur so. Echt krass, aber I did it. Und trotz Krampf nach Kilometer 2, ey, es war so krass. Und ich habe nach Kilometer 3 ins Four Seasons in den Garten gepinkelt. Muss man auch mal gemacht haben, habe ich gehört.
Ja, und ich bete jetzt einfach, dass es morgen weg ist. Aber wisst ihr was? Ich finde es so krass, was der Kopf, wenn der Kopf sagt, ich möchte diesen Halbmarathon schaffen, dass der Körper da auch mitmacht. Weil ich wollte diesen Halbmarathon einfach wirklich schaffen. Obwohl es mir körperlich irgendwie, obwohl ich nicht top in Form war und wo ich diesen Krampf bekommen habe an beiden Seiten und dann jetzt auch hier das sehen, ist jetzt wahrscheinlich entzündet. Fuck. So eine Scheiße. Tja. Aber, I did it. Zwar nicht unter 2 Stunden, leider. Aber mit den Voraussetzungen muss ich sagen, bin ich trotzdem stolz auf mich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin stolz auf mich. Und ich habe eine geile Urkunde bekommen. Eine geile Medaille. Cool.